Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns oder mir, bis nachher uns. Noch bin ich alleine. Ja, heute ist Heiligabend, der Tag im Jahr, worauf man sich, glaube ich, am meisten freut, außer ich. Ich persönlich hasse Weihnachten. Ja, das einzig Schöne daran ist einfach, dass die Familie zusammen ist und ja, sonst finde ich leider nichts daran. Und allgemein auch meine Familie findet Weihnachten jetzt nicht so toll, außer die kleinen Kinder natürlich, die Geschenke kriegen. Ja, wir haben es jetzt schon 10:30, 10:45 gleich und ich dachte, ich nehme euch heute einfach mal so ein bisschen mit durch den Tag. So, ja, wie verbringen wir unser Heiligabend? Was gibt's zu essen? Ich mache nachher noch ein Dessert. Da dachte ich mir, mache ich ein extra Video, wie das ganze Rezept und so, weil das habe ich schon mal auf YouTube gezeigt und da haben einige gefragt, wie das ja, funktioniert. Und da dachte ich mir, okay, machst du ein extra Video drüber. Genau, das mache ich jedes Jahr oder beziehungsweise habe ich das letztes Jahr auch schon gemacht und das kam super an und deswegen dachte ich mir, mache ich das dieses Jahr auch. Ja, ich sitze hier gerade auf dem Fußboden. Der kleine Kampfhund schläft hier vor mir. Ja, ist anscheinend sehr müde heute. Ich hoffe, das klappt alles mit ihm, weil es ja doch ganz schön viel Stress ist heute, wenn ganz sonst viele Leute kommen und so und ja, ich hoffe, das geht alles gut. Ich habe hier voll den Weihnachtspulli an, der mir voll zu klein geworden ist. Aber ja, gut, passiert. Kommt er eben weg gleich. Ich habe ihn nur gerade so übergeworfen, aber ja, er ist echt ganz schön kurz geworden. Auch am Bauch. Der Bauch guckt unten raus. Aber naja, ich habe mir schon meine Sachen zurechtgelegt, die ich nachher anziehe. Ich ziehe mich aber immer erst kurz vorher um, weil ich noch keine Lust habe, den ganzen Tag in Jeanshose rumzulaufen. Ich habe nämlich noch ganz chillig eine Jogginghose an. Genau, so. Chaos hinter mir bin ich gerade am Beseitigen. Also, das habe ich hier. Bin ich hier gerade alles am Wegräumen, damit das alles wieder ordentlich aussieht. Und ja, dann muss ich gleich wahrscheinlich noch los, denn ich brauche Hundefutter für den Kleinen. Heute haben die Geschäfte ja noch bis um 13 Uhr, glaube ich, auf. Felix ist nämlich auch arbeiten. Und ja, der Kleine hat kein Hundefutter mehr für morgen und für die Weihnachtstage, sondern nur noch für heute. Und dementsprechend muss ich gleich noch ganz schnell los und noch was kaufen, weil er ist da sehr wählerisch. Er isst nur ein Hundefutter. Ich habe hier tausende Sachen zu Hause. Ich habe hier das zu Hause. Dann habe ich noch Trockenfutter, Flocken, Nassfutter, noch ein Nassfutter, aber er frisst nur eins. Und davon haben wir eben nicht so viel da und deswegen, ja, muss ich da jetzt gleich neu kaufen. Deswegen werde ich mich jetzt schnell losmachen. Meine Eltern sind nämlich auch gerade einkaufen. Die sind bei Aldi und so. Die brauchen nämlich noch einige Sachen für heute Abend. Und ich fahre dann gleich in die nächste Stadt, weil hier bei uns gibt es kein Futterhaus. Dementsprechend muss ich leider ein bisschen weiterfahren, aber das ist kein Problem. Ich habe sonst schon alles bereit gemacht. Wie gesagt, Sachen, die ich gleich anziehe, schon zurechtgelegt und schon das Bett so einigermaßen gemacht. Werde hier gleich noch durchsaugen und dann, ja, werde ich mich auch schon daran machen, unten das Essen vorzubereiten. Und die Kinder müssen mal geweckt werden und frühstücken müssen wir irgendwie auch noch. Also Weihnachten ist bei uns irgendwie immer, es schleift irgendwie alles immer so. Hier ist der kleine Mann. Kuschelst du unter der Decke, mein Schatz? So, mein Lieben, ich bin jetzt fertig bei Futterhaus. Habe das Futter leider nicht bekommen. Es gibt leider genau das Futter, was ich brauche, nicht bei Futterhaus. Ja, ich muss mal gucken, ob es irgendwo anders gibt. Ich gucke jetzt nochmal hier bei Farmila. Aber eigentlich bin ich bei Farmila, weil ich noch was für meine Mutter besorgen muss. Und genau, deswegen bin ich jetzt kurz hier. Ich habe jetzt ein anderes Futter gekauft. Ich hoffe, das verträgt er und mag das auch. Ich denke aber, das ja, wird ganz gut klappen, sonst muss ich mich mal erkundigen, wo es das andere eben gibt. So, mein Lieben, ich bin fertig. Ich habe jetzt noch einen Blumenstrauß gekauft. Ich habe gesagt, ich will einmal den größten, den sie da haben und das ist daraus geworden. Also echt ein riesengroßer Strauß. So, und jetzt ab ganz, ganz schnell nach Hause, weil ich bin richtig lang schon unterwegs. Wir haben schon nach 12. Ich muss los. Thank you.
So, wir bauen jetzt die Riesentafel auf. Haben wir jetzt hier so eine Papiertischdecke? Genau. Und dann kommen die auch schon in einer Stunde. So, da hinten ist die Geschenkecke. Hier haben wir unsere Tafel. Da gibt es Naschis. Und hier gibt es Buffet bzw. Getränke. Was ist das? Hä? Bibi, komm her. Maren! Guten Morgen, mein Lieben. Es ist der erste Weihnachtstag und ich habe euch ja jetzt noch ein bisschen mitgenommen. War relativ schwer, weil meine Familie nicht so gern gezeigt wird. Und ja, jetzt haben wir es schon 12 Uhr und wir essen jetzt gleich Frühstück. Ich habe schon alles vorbereitet, wollte euch jetzt gleich aber nochmal den Tisch zeigen, weil das sieht so schön aus. Ja, es ist ein richtiges Sonntagfrühstück, richtig schön. Und genau, dann zeige ich euch nachher noch die Geschenke, die ich bekommen habe. Und ja, dann war es auch so unser Weihnachten. Wir sind nachher noch bei Felix' Eltern zum Essen eingeladen. Und morgen ist, glaube ich, nichts. Am zweiten Weihnachtstag, genau. Haben wir ein bisschen Ruhe. Heute nochmal zum Essen eingeladen und dann, genau, jetzt frühstücken wir erstmal und nachher sind wir, wie gesagt, zum Essen eingeladen und danach schauen wir uns auch ein neues Auto an, weil die Maggie möchte sich ein neues Auto kaufen. So, meine Lieben, ich wollte euch jetzt kurz einmal die Geschenke zeigen, die ich zu Weihnachten bekommen habe, beziehungsweise ich und Felix oder Felix und ich. Ja, ich zeige jetzt einfach mal alles, also auch Felix' Geschenke, die er von seiner oder von meiner Familie bekommen hat und genau, das mache ich jetzt einmal. Als erstes gab es für unseren Hund ein, ja, so ein Mitnahme- oder ein Reisebettchen, ein Körbchen zum Mitnehmen. Also das kann man so zusammenfalten hier. Hat hier so einen Reißverschluss und dann kann man das eben da auch aufmachen. Und hat dann hier eben so ein richtig schönes, weiches Kissen. Das können wir hier aufmachen, weil der Hund liegt hier eh gerade. Kann sich das hier bequem machen. Guck mal, Dicker. Hier ist der Kleine nämlich. Ist immer dabei. Ja, schlafen. Ja, genau. Also ein Reisebettchen. Das kommt bei uns ins Auto. Also bei mir ins Auto. Und wenn wir mal unterwegs sind, dann haben wir immer so ein Bettchen dabei für ihn. Ist immer ganz praktisch, wenn man mal, ja, eben bei den Schwiegereltern ist oder so. Ja, dann glaube ich, ist es ein Zeichen dafür, dass ich nächstes Jahr Kekse backen soll. Ich habe Ausstechformen bekommen für unsere Wohnung. Einmal so ein Set hier mit so Stern, Weihnachtsmänner, Tannenbaum und so. Einmal solche Ausstechformen. Dann haben wir hier noch so Sterne und so. Und dann habe ich hier so richtig cool von meiner Schwester bekommen, Ausstechformen, die man so zusammenstecken kann. Also wenn man zum Beispiel zwei Sterne macht, kann man die hier zusammenstecken und hat dann so einen 3D-Stern als Keks. Total cool, habe ich noch nie gesehen. Und das heißt, nächstes Jahr gibt es Kekse aus meiner eigenen Küche. Ja, des Weiteren habe ich mich riesig gefreut über dieses Buch hier.
Das ist ein Rezeptbuch für Äpfel. 80 verführerische Rezepte mit Äpfeln. Und ich mache ja total gerne was mit Äpfeln oder allgemein. Ich backe sehr viel und ja, deswegen ist es perfekt, weil wir haben draußen einen Apfelbaum und der gibt richtig, richtig gut ab. Und ich habe dieses Jahr alle Äpfel in Apfelmus gemacht oder aus allen Äpfeln Apfelmus gemacht. Und wir haben richtig viel Apfelmus gehabt, haben wir schon aufgegessen. Und ja, da bin ich jetzt richtig gespannt, was ich da nächstes Jahr alles mit den Äpfeln aus meiner, ja, aus unserem Garten zaubern kann in meiner eigenen Küche. Also das ist echt richtig, richtig cool und ja, das ist auf jeden Fall ein Geschenk von jemandem, der mich auf jeden Fall richtig gut kennt. Auch für unsere Küche gab es einen Sandwich-Maker. Also ihr seht, es sind richtig viele Geschenke für unsere Wohnung und ja, das ist auch ganz viel gewesen. Also meine Mutter hat uns zum Beispiel auch ganz viel für die Wohnung im Adventskalender geschenkt. Da haben wir zum Beispiel Besteck bekommen, Geschirrhandtücher und so. Also richtig viel für unsere Wohnung. Und ja, da gab es eben noch einen Sandwich-Maker. Das ja, finde ich da total cool, ist auch total cool. Und ja, haben wir bei uns jetzt hier zu Hause auch oft in Benutzung und wird es dann bei uns auch sehr oft geben. Ja, dann habe ich bekommen so ein, wie nennt man das, Thermoscheibenschutz fürs Auto. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das eben fürs Auto. Und da sind so richtig diese Pinguine drauf. Total niedlich. Das macht man vorne in die Windschutzscheibe. Dann ja, beschlägt das Auto nicht oder beziehungsweise es friert nicht. Wenn es schneit oder friert draußen, dann friert die Scheibe vorne nicht ein. Und es wird im Sommer nicht so heiß. Also richtig, richtig praktisch. Da habe ich einmal das mit den Pinguinen bekommen. Und der Felix hat das gleiche einmal mit Eisbären bekommen. Oder mit einem Eisbär. Seht ihr das? Genau. Da gab es einmal für jeden so ein. Und dann gab es noch für unsere Autos Windschutzscheibenreiniger. Weil, also einmal für mich, einmal für Felix, weil mein Auto immer beschlägt und die Heizung kommt da so schnell nicht hinterher, wenn ich zum Beispiel losfahre und dann beschlägt es von innen. Und da habe ich jetzt einmal so einen Putzer hier bekommen. Felix hat ihn direkt als Rückenkratzer verwendet. Ja. Ist auf jeden Fall so ein Windschutzscheibenreiniger. Hier seht ihr das, falls es mal beschlägt. Richtig praktisch, weil wie gesagt, mein Auto beschlägt da immer. Dann hat Felix auch bekommen ein Kratzer mit Besen dran. Also so ein Eiskratzer hier. Und da dran ist auch noch so ein Besen, womit man das Dach zum Beispiel von Schnee befreien kann. Und so kann man hier auch noch verlängern. Also auch wieder was richtig Praktisches fürs Auto. Dann hat mein Hund bekommen einmal Leckerlis. Die sind ihm leider, glaube ich, noch zu hart. Deswegen müssen wir die ja noch ein bisschen aufbewahren. Aber die gab es eben auch. Dann habe ich bekommen so ein Weihnachtsstiefel mit M&M's. Und da sind ganz, ganz viele verschiedene Süßigkeiten drin. Richtig cool und richtig lecker. Und dann habe ich noch von meinem großen Bruder bekommen einmal so ein Parfümset. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das riecht. Sieht auf jeden Fall schon ganz cool aus. Ja, mein Hund hat dann noch so einen kleinen Knochen bekommen. So einen Knoten, glaube ich, heißt das. Zum Spielen. Der ist leider genauso groß wie er. Also wird schwierig damit zu spielen. Aber er hat ihn trotzdem bekommen. Und er hat auch noch so ein bisschen Hundefutter bekommen. Das haben wir aber schon aufgegessen. Aber genau, das waren alle unsere Geschenke, glaube ich. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und das reicht auch. Ich hätte niemals mit so viel gerechnet. Ich bin da immer ganz, ja, wählerisch. Ich will immer nichts haben. Ich schenke lieber, anstatt beschenkt zu werden. Ja. Und damit würde ich jetzt hier diesen Vlog beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war sehr chaotisch und ja, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ich bin morgen beim Schneiden sehr gespannt. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!